Hi, ich bin Lisa und ich möchte mit euch über das Thema Blond sprechen. Mein Modell Katha wünscht sich neue Highlights mit einem Farbspiel. Für die Highlights teile ich mir die Passés gerade so breit ab, dass ich die Folie durchschimmern sehe. Ich werde die Highlights nur am Ansatz nachsetzen und die hellen Längen und Spitzen auslassen. Hier reicht mir die vorhandene Helligkeit für meine spätere Veredelung. Ich wähle hierfür die Konzentration des Oxidanten so gering wie möglich und verzichte auf zusätzliche Wärme, die wie ein Katalysator wirkt und das Haar zusätzlicher Belastung aussetzt. Bevor ich die Veredelung auftrage, neutralisiere ich den Blondiervorgang mit dem Kitoko PH Rebalancer. Für die Veredelung verwende ich die ASP Pure Tone. Ich habe hier den Vorteil, dass das vorhandene Naturhaar nicht aufgehellt wird und gleichzeitig meine Highlight Denunzierung bekommen mit einem unglaublichen Glanz. Lasst euch während der Einwirkzeit nicht verunsichern. Durch den Oxidationsprozess wirkt die Nuance dunkler und intensiver. Nach dem Ausspülen verwende ich den Mode Color Conditioner. Durch seinen sauren pH-Wert wird das Haar geschlossen und der Veredelungsservice optimal abgeschlossen. Bedenkt, dass beim Blondieren Grenzen gesetzt sind und traut euch auch unrealistische Wünsche von euren Kunden abzulehnen.